ihn verbal attackieren kann, dass man ihm sagen kann, du, ich bin gar nicht deiner Meinung, aber dass man zum Ersatz von Argumenten bitte nie die Fäuste nimmt. Wenn das nicht schon zu Hause beginnt, hat es die Schule schwer, abgesehen jetzt mal von sozialen Hintergründen. Ich denke mal, dass es extrem wichtig ist, jungen Leuten immer wieder deutlich zu machen, dass sie jede eigene Meinung haben dürfen, aber dass die Fäuste bitte in der Tasche bleiben sollen, dass man sich auch mit dem Mitschüler vom Kopf her auseinandersetzt. Und da wäre jede Kampagne gut oder jeder Versuch, es wieder zu machen. Nicht nur Politik ist das ständige Bohren dicker Bretter, glaube ich, auch die Erziehung. Denken Sie, dass wir alle Fehler gemacht haben? Politiker, auch Eltern, Erzieher, Lehrer? Ich glaube schon, dass man sich Fehler eingestehen muss. In dem Maße, in dem sozusagen hedonistischer Egoismus, das ist eigentlich eine Doppelung, aber sozusagen die Lebensader einer ganzen Generation geworden ist, hat man natürlich den Blick für den anderen ein bisschen vernachlässigt, verloren. Und dort, wo der andere nicht so stark ist wie man selbst, hat man auch nicht mehr gesehen, wie er abrutscht und man hat ihm nicht rechtzeitig geholfen. Kein Wunder ist, dass er jetzt um sich schlägt. Wir hoffen, dass dieses Um-sich-Schlagen nicht stattfindet bei den Weltmeisterschaften, die jetzt in absehbarer Zeit in Berlin beginnen. Fußball-Weltmeisterschaften wünschen alle gewaltfreie Spiele. Danke Ihnen für das Interview und hoffen, dass Ihre Message ankommt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Hooligans sich zurückhalten. Ich sehe die Gefahr bei der WM gar nicht in diesem berühmten Terroranschlag. Ich sehe ihn eigentlich in der Gewalt von Hooligans, die man möglicherweise doch nicht so unter Kontrolle hat. Aber da können wir wahrscheinlich wenig tun. Das ist Sache der Politiker. Das ist Sache der Polizei, der Sicherheitsbehörden, der Politik, ganz sicher. Wir können natürlich im Vorfeld immer wieder darauf aufmerksam machen. Lasst es eine freundschaftliche, wirklich schöne Weltmeisterschaft sein. Völlig egal, ob die Deutschen in der Vorrunde ausscheiden oder nicht. Wir ziehen alle an einem Strang und sind Fair Play. So ist es. Fair Play.